So, nun geht es daran, die Haut neu zu erstellen, die Haut eben etwas schöner aussehen zu lassen. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Varianten. Ich nutze immer die, die ich euch jetzt gleich zeige. Und ich finde die auch sehr praktisch, sehr schnell. Und vor allem sieht die Haut auch noch sehr realistisch aus. Und ich mag es eben nicht, wenn die Haut zu glatt gebügelt ist oder auch zu hell ist dann. Und wenn dieses Bild auch in Richtung Beauty geht, es soll dennoch natürlich bleiben, die Person soll noch erkennbar sein und es soll eben kein so typisches, überbearbeitetes und kaputt retuschiertes Bild sein. Ihr kennt meine Bilder ja und da wisst ihr, dass auch immer noch ein bisschen Natürlichkeit da enthalten bleibt. Gut, dann starten wir direkt mal mit dem Erstellen der Haut. Also ich dupliziere erstmal hier meine Ebene, auf der ich eben auch retuschiert habe. Das mache ich hier mit einem Rechtsklick auf die Ebene, sage hier Ebene duplizieren und dann wieder OK. Dann habe ich diese Ebene wieder dupliziert. Diese setze ich dann hier mit den Füllmethoden auf strahlendes Licht. Dadurch sieht das erstmal ein bisschen komisch aus, aber das macht gar nichts, wir sind ja noch nicht fertig. Dann gehe ich hier auf Bild, Korrekturen, Umkehren und kehre mir somit die Ebene erstmal um und dann wandle ich sie Ebene in ein Smart-Objekt um. Dazu klicke ich hier oben auf Filter, für Smart-Filter konvertieren und dann seht ihr, dass hier unten wieder so ein kleines Symbol an der Ebenenvorschau ist. Das bedeutet eben, es ist ein Smart-Objekt und ein Smart-Objekt hat eben den Vorteil, dass wir Filter, die wir darauf anwenden, jederzeit wieder ändern können. Wenn wir das auf eine normale Ebene machen, dann können wir keinen Filter mehr ändern. Er ist eben direkt damit verrechnet und beim Smart-Objekt können wir jederzeit das Ganze wieder anpassen. Nun klicke ich wieder auf Filter, sonstige Filter, Hochpass und dann mache ich hier die Haut erstmal weich, also wirklich so, dass man eben keine störenden Elemente mehr sieht. Ihr seht ja hier, wenn ich das jetzt so habe, dann sieht man immer noch ein bisschen Struktur hier und deshalb gehe ich dann noch ein bisschen höher, damit dann die Struktur hier auch schon etwas flöten geht. Also ich nehme jetzt hier mal vielleicht einen Wert von 15 und schaue mir das mal an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Drücke OK und dann ist der Filter jetzt hier drunter, Hochpassfilter seht ihr hier. Und wenn ich da wieder doppelt draufklicke, kann ich das auch jederzeit wieder anpassen. Das ist eben der Vorteil von so einem Smart-Filter, also Smart-Objekt. Und jetzt kann ich mit dem Gaußschen Weichzeichner die Struktur wieder zurückholen. Das klingt alles etwas widersprüchlich, denn Weichzeichner zeichnet ja normalerweise weich. Aber da wir eben die Ebene umgekehrt haben und auch dann auf strahlendes Licht gesetzt haben und so weiter, funktioniert das alles ein bisschen andersrum. Letztendlich ist es auch egal, warum es funktioniert. Es ist einfach nur wichtig, dass es so funktioniert. Und deshalb gehen wir hier jetzt auf Weichzeichnungsfilter. Gaußscher Weichzeichner und jetzt können wir hier mit einem Wert wieder Struktur ins Bild nehmen sozusagen. Je höher der Wert ist, desto mehr Struktur nehmen wir wieder raus. Also wir sehen ja hier schon bei ca. 5 sieht das schon ganz gut aus. Wir schauen mal hier, 2,8 ist dann schon ein bisschen too much. Also 5 war okay, vielleicht geht auch noch 7 oder 6. 6,0, ja, ich würde einfach mal sagen, nehmen wir hier so 5,6, das ist, denke ich, ganz okay. Und dann drücken wir einfach mal OK und jetzt sehen wir schon, dass wir hier so eine Haut haben. Das Ganze sieht jetzt alles noch ein bisschen verschwommen aus und deshalb machen wir jetzt erstmal einen Klick hier auf die Ebene, einen Doppelklick hier und dann kommen wir in dieses Menü und dann kann ich hier unten diesen verschwommenen Effekt sozusagen noch etwas anpassen. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe hier unten an diesem Dreieck auf der rechten Seite. Dann trennt sich quasi dieses Dreieck und ich ziehe das hier einfach nach oben. Und ihr seht schon, wenn ihr hier aufs Bild achtet, dass sich dieser verschwommene Effekt sozusagen etwas legt. Also wenn ich das wieder ganz nach unten bringe und wieder hochziehe, ihr seht, es ist einfach nicht mehr so verschwommen. Den wähle ich hier jetzt relativ nah an dem hellen Bereich und hier mit dem hellen Bereich mache ich das mit dem Dreieck genauso. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe dann das linke Dreieck, also die linke Seite des Dreiecks einfach hier in Richtung Schwarzwerte und dann sieht man auch, dass sich noch ein paar Kleinigkeiten ändern und das bringe ich eben hier auch Richtung Schwarzwerte relativ weit nach unten, also nach links.
Ja, und dann schaue ich mir einfach mal vorher nachher an. Da sieht man schon, dass sich jetzt der verschwommene Look auf jeden Fall gelegt hat. Und dann drücke ich hier OK. Und jetzt sehe ich auch, dass ich den Gaußschen Weichzeichner noch eventuell ein bisschen nachjustieren kann. Also klicke ich hier wieder auf den Gaußschen Weichzeichner doppelt und dann kann ich hier diesen Wert nochmal anpassen. Denn wir haben jetzt durch diese Dreiecke eben ein bisschen Struktur noch mit dazu genommen. Die möchte ich nicht, also nehme ich jetzt hier mal einen Wert von 4,5 und klicke OK. Und ich kann auch den Hochpassfilter nochmal anpassen. Das ist eben wirklich der Vorteil an den Smart-Objekten. Und den kann ich jetzt auch eventuell noch ein bisschen krasser hier machen. Vielleicht mal bei, ich sag mal, ja, 19. Und wenn ich dann OK drücke, dann sehe ich auch, wie das Ganze wieder mit dem Gaußschen Weichzeichner aussieht. Und dann gefällt mir es eigentlich so schon ganz gut. Es sieht immer noch natürlich aus, da man eben Poren sieht, aber trotzdem wirkt die Haut eben besser. Man kann da wirklich noch ein bisschen genauer mitspielen, also mit den Werten hier. Da müsst ihr auch immer ausprobieren, wie das dann bei euren Bildern so ist, denn das kann man auch nicht pauschal sagen, dass die Werte immer passen. Da müsst ihr einfach schauen, was euch gefällt, wie viel euch gefällt und wie es bei eurem Bild dann natürlich auch passt. Also hier ein Wert von 4,0 passt mir eigentlich ganz gut. Da der Effekt jetzt auf dem ganzen Bild liegt, kann ich das Ganze auch noch mit einer Maske ausblenden und dann eben nur auf dem Gesicht einmalen. Dazu halte ich auch wieder die Alt-Taste gedrückt und drücke hier unten auf dieses Symbol und dann erscheint hier eine schwarze Fläche, also das ist die Maske. Und wenn ich jetzt mal hier das Augensymbol wegmache, also die Ebene ausblende und wieder einblende, ihr seht, es ändert sich an dem Bild gar nichts mehr. Und das heißt eben, dass diese Fläche komplett jetzt diese Ebene verdeckt. Also wenn schwarz hier ist, alles komplett schwarz, 100% schwarz, dann wird eben nichts sichtbar. Und wenn ich jetzt mit weißer Farbe da reinmale, dann wird eben dieser Bereich nur sichtbar. Und deshalb nehme ich hier jetzt einfach einen Pinsel hier und wähle dann einfach hier mal eine ungefähre Größe und die Härte lasse ich auf 0. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, eine weiße Farbe hier auf. So, wenn ich hier drauf drücke, wird das ja zurückgesetzt und dann habe ich die weiße Farbe als Vordergrundfarbe und nun kann ich hier einfach das Ganze mal etwas reinmalen. Und wenn ihr auch dann mal hier unten schaut auf der Maske, dann seht ihr hier schon, es ist weiß und genau dort, wo weiß ist, wird eben auch dieser Effekt, also die Haut sozusagen, neu erstellt. Schauen wir einfach mal, dann sieht man in diesem Bereich, wo ich jetzt eben gemalt habe mit weißer Farbe, dass sich dort etwas ändert. Und dort, wo alles schwarz ist, ändert sich gar nichts. Also wenn man hier noch schaut, dort ist alles noch wie vorher. Ja, und so gehe ich jetzt eben noch hier durchs Bild und male die ganzen Stellen ein bisschen aus, damit ich dann die Haut hier neu einzeichne. Den Mundbereich lasse ich natürlich weg, denn ich möchte die Lippen ja nicht noch extra bearbeiten. Das ist wirklich nur hier fürs Gesicht. Und man kann das auch, wenn man möchte, hier ein bisschen an der Hand machen oder auch hier unten an den Schultern. Aber da mache ich ja später, wie gesagt, noch einen Effekt drüber. Also möchte ich das jetzt nur hier im Gesicht. Schauen wir uns das nochmal vorher nachher an. Ihr seht, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Es sieht aber trotzdem noch natürlich aus. Es ist nicht zu überbearbeitet und das ist mir, wie gesagt, immer wichtig.